herzlich willkommen zu einem neuen Auto-Review, zu einem neuen Auto-Video auf dem Mivodo-Kanal. Wir sind heute unterwegs hier in Malmö in Schweden, Südschweden, und stehen hier vor dem Prachtexemplar der neuen A-Klasse von Mercedes-Benz. Das ganze Modell wurde ja schon im Frühjahr vorgestellt und wir machen jetzt auch noch ein Video dazu und stellen euch das Auto einfach mal vor. Es ist ja so ein bisschen das Smartphone unter den Kompaktwagen und unter den Autos generell. Und haben uns jetzt einfach mal hier so schön im, ja, ich würde sagen, Yachthafen von Malmö hingestellt. Übrigens vor dem Gebäude von Mercedes-Benz Schweden hier. Also denke ich doch eine ganz passende Location, um euch dieses Auto zu zeigen. Es ist ein bisschen frisch und kalt, deshalb verzeiht, wenn ich vielleicht etwas angefroren aussehe. Aber nichtsdestotrotz zeigen wir euch mal das Auto. Es ist ja quasi alles ganz, ganz neu geworden. Wir haben quasi fast nichts behalten vom Vorgänger. Es ist wirklich ziemlich viel passiert. Vom Markengesicht haben wir jetzt auch quasi das völlig neue Design, was jetzt zuerst im CLS aufgetaucht ist und damit jetzt auch zur A-Klasse gekommen ist, mit dem sogenannten Predator Face vorne, den neuen Scheinwerfern, jetzt auch als Multibeam übrigens verfügbar, und eben mit den markanten neuen Lichtsignatur, die eben sehr eckig ist im Vergleich zu den vorherigen Modellen, wo wir eben eher eine, sag ich mal, abgerundete Version hatten. Außerdem das Fahrzeug hier, wie es da steht, in der Farbe Polarweiß, in der Unilackierung, kombiniert mit dem Night-Paket und dem der AMG-Line. Und so bekommt man dann diesen schönen Diamantgrill mit den schwarzen Akzenten. Die schwarzen Akzente unten, schwarzen Akzente dort. Außerdem natürlich die Fensterumrandung in schwarz, die Spiegel in schwarz und natürlich auch schwarz abgesetzte Felgen. Jetzt hier 18 Zoll Winterreifen. Und dazu macht sich immer das Panoramadach auch ganz gut, weil es dann eben nochmal den schwarzen Akzent sozusagen auf dem Dach fortsetzt. Von der Seite sehen wir dann auch so sportlich angehauchte, sag ich mal, Seitenschweller durch die 18 Zoll Felgen. Außerdem im Night-Paket mit enthalten ist die Privacy-Verglasung oder die getönten Scheiben ab der B-Säule. Das Ganze eben dann auch alles schön schwarz-weiß gehalten ist und eben jetzt das Auto von hinten mit den neuen Scheinwerfern, die jetzt auch zweigeteilt sind, was eben den Vorteil hat, dass wir jetzt hier eben einen deutlich breiteren Kopfhörraum haben und dann eben eine deutlich einfachere Zuladung ermöglicht wird. Zudem hier unten auch wieder ein Night-Paket-Akzent, der Diffuser der AMG-Line, auch hier in schwarz gehalten. Das Einzige, was jetzt hier eben noch nicht schwarz ist oder nur bei der Edition One in schwarz gehalten wird, ist die Auspuffblende, die jetzt hier noch silber verchromt ist. Die Auspuffblenden sind bei diesem Modell alle fake. Ja? Das heißt, der richtige Auspuff ist hier unter dem Auto. Vielleicht können wir dazu nochmal ein Bild einblenden. Aber es gibt keine richtige Auspuffblende mehr. Das liegt einfach daran, dass man jetzt vielleicht so ein bisschen, das ist ja der neue Trend, sagt, es ist irgendwie abgasmäßig besser. Man hat aber wenigstens versucht, das eben hier bestmöglich zu faken. Früher kannte man das nur von den Dieselmodellen bei älteren Mercedes-Fahrzeugen, dass man dort eben dieses Gitter hatte und die Abgasanlage unterm Auto. Jetzt eben auch beim Benziner, also es handelt sich hier um den A250 und dementsprechend wird es wohl nur noch bei den AMG-Modellen eine richtige, vollwertige Abgasanlage geben. Ja, schauen wir uns doch mal bei der Gelegenheit auch gleich den Kofferraum an. Ist übrigens nicht elektrisch, die Kofferraumklappe, und ist auch nicht elektrisch verfügbar. Wir haben jetzt hier 370 Liter meines Wissens nach und haben eben, also es geht hier noch ein bisschen nach unten, so vielleicht 10 cm, und haben eben einen einigermaßen großen Stauraum. Nachteil ist natürlich, die Sitzlehne vom Fond ist etwas angeschrägt und damit auch nicht so ideal zum sozusagen Verladen von quadratischen Gegenständen. Man kann die komplette Sitzbank aber auch umlegen und dann hätte man auf jeden Fall noch mal deutlich mehr Platz. Es ist aber kein Transportfahrzeug, aber für den normalen Einkauf, für den Alltag, für sozusagen das Gepäck von zwei Personen sollte das auf jeden Fall mehr als ausreichen, vor allem wenn man dann noch die Rückbank mit benutzen kann. Kommen wir mal zum Sitzen auf der Rückbank oder im Fond. Es ist ja immer noch eine A-Klasse, ein Kompaktwagen und keine Limousine zum Sitzen in der zweiten Reihe. Wo wir auch gerade hier reinschauen, wir sehen, dass wir hier dieses Artico in Schwarz-Neva-Grau bestellt haben. Das ist eigentlich in Realität sehr nah an einem Weiß, also wir sagen weiß-schwarze Kunstledersitze.
Ich setze mich einfach mal gerade rein und sitze jetzt quasi hinter mir selbst. Und ich bin unter ungefähr 1,90 Meter, sitze hinter mir selbst und sitze jetzt hier auf der Rückbank. Naja, ich sag mal so bequem, dass ich hier vielleicht eine halbe Stunde mal kurz um die Ecke fahren würde. Aber in der zweiten Reihe reisen, wenn vor dir, also wenn zwei 1,90 Meter Männer hintereinander sitzen, ist dann doch eher schwierig. Auch die Kopfstütze hier hinten ist fest, so wie die Kopfstützen auch vorne hier von diesen Sportsitzen eben sind. Das heißt, da habe ich auch keine Einstellungsverfügung, die ist aber ganz in Ordnung. Die Kopffreiheit ist okay, man fühlt sich aber nicht sehr luftig hier drin. Das Raumgefühl könnte definitiv besser sein. Angekommen auf der Fahrerposition sitzt man dann aber eigentlich super. Also man kann sich hier wirklich nicht beschweren. Man hat angenehme Sitze, man hat viel Fußraumfreiheit, natürlich auch abhängig davon, wie weit der Sitz nach hinten gefahren ist. Und vor allem, man hat auch sehr viel Freiheit für die Knie, denn anders als in anderen Mercedes-Fahrzeugen hat man hier eine relativ minimalistische Mittelkonsole, die auch durchaus schmal ist und nicht wirklich störend hier nach oben geht, sondern wirklich erst sehr spät hier nach oben geht. Und das macht den Sitzkomfort hier wirklich sozusagen auf den vorderen Sitzen sehr, sehr angenehm. Außerdem kann man jetzt hier nochmal betrachten, wie die Sitze einstellbar sind. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, sozusagen die Sitzauflage zu verlängern, wenn man das möchte. Man kann den Sitz nach vorne stellen, man kann den Sitz nach oben und unten fahren und man kann natürlich die Sitzlehne nach vorne und hinten klappen. Das sind die Wege, in denen man den Sitz verstellen kann. Man könnte jetzt hier noch die automatische Sitzverstellung haben, dann hätte man hier so eine Art Grafik des Sitzes und ein paar Buttons, um eine Memory-Position zu speichern. Diese Ausstellung ist jetzt aber allerdings hier nicht verfügbar. Mit dabei ist eine Sitzheizung. Hier sieht man schon eine Aussparung für einen weiteren Button, denn es ist auch eine Besonderheit. Das erste Mal in der A-Klasse kann man eine Sitzklimatisierung bestellen. Also das, was man kennt, der Sitz wird durchgelüftet im Sommer, wenn es zu heiß ist und man eben nicht am Rücken schwitzen möchte. Aber auch hier in diesem Fahrzeug nicht verfügbar, also beziehungsweise hier nicht mitbestellt worden. Außerdem kann man nochmal positiv aufs Panoramadach eingehen, denn das ist jetzt hier gerade mit dem hellen Interieur und dem Aluminium-Zierleisten kommt man hier wirklich ein sehr helles Raumgefühl, auch wenn man vielleicht die Fenster hier doch sehr schmal geschnitten wurden, die Heckscheibe, die Frontscheibe mit einem sehr krassen Winkel eingebaut wurde, hat man insgesamt ein sehr angenehmes Raumgefühl hier drin. Angestrahlt wird man hier natürlich von den zwei großen Displays, das zum Thema Infotainment-Systeme, wo wir auch noch später darauf eingehen werden. Man hat hier dann diese schöne Mittelkonsole, übrigens alles hier in Pianolack gehalten. Ist natürlich sehr fingerabdruckanfällig und auch ein bisschen staubanfällig. Da sollte man sich auf jeden Fall mal so ein Mikrofasertuch ins Auto legen, um das immer schön glänzend zu halten. Auch noch erwähnenswert sind diese schönen Lüftungsdüsen, die wir jetzt hier fünfmal haben im vorderen Bereich des Fahrzeuges und die sich eben mit dem Drehen einfach zu und auf machen lassen. Außerdem sind sie beleuchtet, was man dann auch sehr schön bei Nacht sehen kann, denn sie sind mit dem Ambiente-Licht verbunden. Ansonsten hier ist die Klimabedieneinheit. Das sind im Endeffekt alles mögliche, alle Knöpfe, die ihr braucht, um eure Klimaanlage zu bedienen. Der Warnblinkschalter und so viel mehr Knöpfe gibt es hier gar nicht. Klar, es gibt hier unten noch das Touchpad mit ein paar Shortcuts, dem Volume-Regler, also der Lautstärke-Regelung, dem Dynamic Select für das Fahrprofil. Und einige, sag ich mal, Shortcut-Tasten, um zum Parken zu kommen, die Autofunktionen, Navi, Telefon und so weiter aufzurufen. Also wirklich ein sehr reduziertes Interieur. Hier links, das kann man dann nochmal gleich einblenden, haben wir noch den Einstellregler, das Drehrad für die verschiedenen Modi beim Licht. Aber in der Regel solltet ihr das eigentlich alles nur auf Auto lassen. Das heißt, ihr werdet wahrscheinlich eher selten diesen Regler tatsächlich verwenden müssen. Noch zu den Ablagen ist zu sagen, wir haben hier zwei Cupholder, die auch mit so einer Unterstützung kommen. Das heißt, hier kann was ausgefahren werden. Ja. Und ich kann dann eben so eine Flasche hier reinstellen oder eine Dose und die wird dann auch einigermaßen gut gehalten. Oder ich kann das auch zuklappen, dann kann ich hier einfach vielleicht ein Telefon reinstellen. Aber da hinten haben wir noch eine bessere Fläche dafür, denn das ist eine Fläche für drahtloses Laden. Und wenn die Zündung jetzt an ist, dann sieht man, dass das Telefon drahtlos geladen wird in der Mittelkonsole. Ich kann dann hier noch so einen Regler davor schieben, falls ich Bedenken habe, dass das Telefon durch die Gegend fliegen sollte bei dem eigenen Fahrstil. Zudem Anschlüsse in dem Fahrzeug sind alles USB-C-Anschlüsse. Also ich habe zum Beispiel hier einen USB-C-Anschluss. Ich habe hier in diesem Fach
zwei USB-C-Anschlüsse und es gibt eben auch von Mercedes-Benz direkt mitgeliefert einen USB-C auf USB-A-Adapter, so wie man das eigentlich schon lange von den MacBooks, iPhones und so weiter kennt. Willkommen zum Fahreindruck. Wir fahren jetzt hier mal gerade über sehr schöne Landstraßen, genießen so ein bisschen die letzten Lichtstrahlen, Sonnenstrahlen hier in Schweden und sprechen aber mal ein bisschen darüber, wie sich das Auto eigentlich so fährt. Wir haben jetzt hier den A250, wie schon eingangs erwähnt. Das ist ein Vierzylinder-Benzinmotor mit Turboaufladung, so wie eigentlich jeder Motor heute. Es hat aber noch 2 Liter Hubraum, muss man vielleicht heute auch schon dazu erwähnen. Und leistet damit in der Kombination 224 PS. Das ist auch aktuell, abgesehen vom A35, der hier jetzt so langsam sozusagen bestellbar ist und dann über den Dezember auf die Straßen kommt, die stärkste Konfiguration, also der stärkste Motor, den ihr euch für die A-Klasse bestellen könnt. Und wenn wir so rein über die technischen Daten sprechen, dann haben wir hier 6,2 Sekunden laut Abwerk sozusagen auf 100 km/h, schaffen die 250 km/h, wenn wir das wollen und können. Und haben, glaube ich, eine Verbrauchsangabe von kombiniert irgendwie 7 Litern oder sowas in der Richtung. Das kann man auch nochmal einblenden, dass, wie das ganz genau aufgeteilt ist. Ansonsten, der Motor kann man jetzt einfach mal so sagen, von dem ersten Eindruck, wie er ist. Er ist auf jeden Fall sehr ruhig, man muss ihn nicht treten, weil er einfach genug Leistungsreserven hat, um sehr angenehm mit ihm zu fahren. Also für, sag ich mal, das normale Fahrverhalten fährt er unglaublich gut. Ja? Also unglaublich ruhig, man braucht ihn gar nicht treten, gar keine hohen Drehzahlen und kann dann schon sehr zügig unterwegs sein. Dabei ist der Motor, übrigens eine sehr schöne Landschaft hier. Das war übrigens der Spurhalteassistent, also der lässt euch also auch nicht im Stich. Sehr schöne Landschaft hier. Kommen jetzt auch noch mal ein paar letzte Sonnenstrahlen hier raus, wie man sieht. Und der Spurhalteassistent, der greift und aggressiv ein, das muss man mal sagen. Vor allem, wenn man schon so leicht teilweise oder wenn man auch beabsichtigt tatsächlich mal über eine Linie fährt, weil man es irgendwie muss, dann kann es sein, dass der einen da ganz schön hart korrigieren will oder ausbremsen will. Ja, kombiniert ist der Motor mit einem 7-Gang-Automatikgetriebe. Es ist in dem Fall beim A250, bei den großen Motoren A220, A250 ein eigenes Getriebe von Mercedes. Wer jetzt dann zum Beispiel einen A200 bestellt, bekommt dann ein Getriebe von Getrag und das ist in keiner Weise jetzt irgendwie zwangsläufig ein Nachteil. Es ist aber einfach mal sozusagen erwähnenswert, dass man da eben nicht das gleiche Getriebe bekommt, wenn man sich auch für den 1,33 Liter Motor entscheidet. Ja, zurück auf einer entspannten Landstraße. Sprechen wir jetzt mal, ich habe schon gesagt, Beschleunigung ist super, sprechen wir mal über Dynamic Select. Das ist dieser Schalter hier, schon eigentlich lange bekannt aus Mercedes-Fahrzeugen. Das ist sozusagen der Fahrerlebnisschalter, wie er oft genannt wird, womit ich einfach durch verschiedene Fahrprogramme durchschalten kann. Jetzt habe ich aus Versehen Mercedes gesagt und den Assistenten wachgerüttelt. Ja, wenn ich jetzt hier zum Beispiel zurückschalte, komme ich in den Modus Eco. Standardmäßig seid ihr immer im Komfort, wenn ihr das Fahrzeug startet und könnt dann hier nach oben und unten eben zwischen den Fahrprofilen wechseln. In Eco, wo wir jetzt gerade sind, ich drücke nochmal nach unten, um es zu zeigen, habe ich eben den Motor auf den Eco-Modus, also Economy-Modus gestellt,
wo ihr eben besonders sparsam fahren solltet, merkt man auch daran, dass eben die Gaspedal-Kennlinie sehr, wenig responsive ist oder halt sehr zart ist. Man kann hier wirklich, man muss wirklich schon sehr tief reintreten, um dann wirklich den gleichen Effekt zurück, die gleiche starke Beschleunigung zu erwirken. Außerdem eine Besonderheit an dem Eco-Modus ist auch, dass das Fahrzeug segeln kann. Das, wenn man jetzt nicht kein Gas mehr gibt und jetzt den Fuß vom Gas nehme, dann sieht man das sehr schön hier auf dem Tachometer, dass die Drehzahl unter 1 fällt, das D-Logo grün eingefärbt wird. Und das kann man sich so vorstellen, als würden wir quasi jetzt in N schalten und wirklich nur das Auto gleiten lassen. Was wirklich einen nochmal, sag ich mal, ein paar, wenn man das wirklich aggressiv durchzieht, also nicht immer schön Gas gibt, dann wieder gleiten lässt und so weiter, nochmal durchaus ein paar Prozente an Ersparnis bringen kann. Und man merkt schon, er beschleunigt eben etwas dezenter als auch noch im Komfortmodus, aber eben das Ganze, die große Besonderheit dieses Modus ist eben das Gleiten, was gerade bei längeren Fahrten oder bei viel geradeausfahren, also durchaus ein nettes Extra ist, wenn man eben gerne sehr sparsam fährt. Ja, wenn wir jetzt wieder hochschalten würden, dann kommen wir in den Komfortmodus. Das ist einfach der Standardmodus. Kann man sich so vorstellen, damit fährt das Auto einfach, es gibt keinen Gleitmodus. Das Auto fährt einfach sozusagen solide bei einer mittelmäßig starken Gaspedalannahme. On top of that, also darüber, kommen wir dann in den Sportmodus und da merkt man schon direkt, dass wir bei der gleichen sozusagen Fußstellung oder Gaspedalstellung direkt mal sozusagen deutlich mehr Gas Annahme haben. Der Motor will sozusagen runterschalten. Wir können das auch mal gerade, weil hier einfach wenig los ist, auch hinter uns, mal so eine Art Race Start simulieren. Und zwar, wenn ich jetzt einfach mal, ich mache mal Start-Stopp aus. Und drück jetzt mal aufs Gas. Jetzt sind wir auch schon zu schnell unterwegs hier, aber man sieht schon, war es leicht bergauf, es geht schon ganz gut voran. Und was man auch hört, der Motorsound ist präsenter. Das liegt aber nicht daran, dass ich jetzt in einem Sportmodus irgendwie eine Abgasklappe habe oder wirklich mehr Motorsound. Es gibt eben diesen Ausstattungscode, der bei AMG-Line sozusagen inklusive ist, der nennt sich B63 und das ist sportlicher Motorensound, was im Endeffekt nichts anderes ist, als dass man, ich will nicht sagen künstlich, aber irgendwie mehr Motorsound in den Innenraum holt. Ja. So sicher, wie das genau funktioniert, ist hier glaube ich keiner, vielleicht ist es auch ein bisschen mit den Lautsprechern simuliert. Auf jeden Fall über den Ausstattungscode B63 oder über diesen sportlichen Motorensound bekomme ich eben so im Innenraum ein bisschen mehr Akustik. Außen gibt es keine Abgasklappe, wie es zum Beispiel beim vorigen A250 Sport der Fall war. Das ist auch tatsächlich so eine Sache, die ich persönlich ein bisschen schade finde, weil es irgendwie dem Fahrzeug, also das hätte das Ganze eben nochmal ein bisschen variabler und auch sportlicher gemacht, dass wenn ich im Sportmodus eben die Möglichkeit gehabt hätte, so ein bisschen noch mehr Sound rauszuholen, wie es eben damals in der Vorgängergeneration der Fall war. Zuletzt könnt ihr das Ganze natürlich auch auf individual stellen. Daher seht ihr jetzt, dass hier alles Komfort ist aktuell, weil einfach ich den individuellen Modus noch gar nicht konfiguriert habe für mich selber. Aber wenn wir auf individual schalten nochmal, dann sehen wir direkt diesen Zahnrad, da kann ich mal draufklicken. Und ich kann dort dann in den Einstellungen quasi mir einen individuellen Modus konfigurieren. Das betrifft dann eben den Antrieb, die Lenkung und das ESP. Ich kann dann zum Beispiel sagen, okay, ich möchte den Antrieb in Komfort, Sport, Eco oder manuell haben. Manuell heißt dann so viel, dass ich im Endeffekt mit diesen schönen Aluminium-Schaltpedals schalten darf. Ja, wer das eben gerne mag, der kann eben das sich hier auswählen oder man kann eben andere Sachen, Lenkung und so weiter miteinander kombinieren. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, sehen wir auch direkt hier nur eine Auswahl.
ist ganz interessant, Abfrage bei Start. Und dort konnte ich einschalten, dass das Auto mich immer fragt, ab Motorstart, welchen Dynamic Select Modus ich gerne hätte. Denn es ist so vorgeschrieben, dass das Auto normalerweise immer in C starten muss, also im Komfortmodus, weil in diesem Modus auch die sozusagen Abgaswerte ermittelt wurden, beziehungsweise die Verbrauchswerte. Und das dann eben gesetzlich vorgeschrieben ist, das Auto muss immer in C sein, auch wenn ich jetzt vielleicht sage, okay, ich möchte mein Auto eigentlich über den Sport immer fahren. Oder vielleicht auch Eco, je nachdem. Und so kann ich eben mit der Abfrage ab Start sozusagen das Auto zwingen, mich vorher zu fragen. Und dann kann ich also einfach direkt immer noch mit einer Auswahl, aber ich kann dann quasi direkt in den entsprechenden Modus springen, den ich mir wünsche für meine Präferenzen. Ja, sprechen wir mal über die Assistenzsysteme, die man für die Arktis mittlerweile bekommt, weil das ist auch, sag ich mal, was Besonderes oder schon ein bisschen gerade erstaunlich, was man da mittlerweile bestellen darf. In dem Auto haben wir jetzt nicht das vollwertige Fahrerassistenzpaket, wie das bei Mercedes immer heißt. Da macht ihr quasi ein Kreuz und da war es wieder. Und bekommt eben das sozusagen komplette Paket mit einem Assistenten, den man bekommen kann. In unserem Fall haben wir jetzt nur die Distronic Plus, was im Endeffekt ein Abstandstempomat ist. Also man hat im Regelfall den ganz normalen Tempomat, der einfach die Geschwindigkeit hält, die man einstellt. Und mit Distronic hat man eben den sogenannten Abstandstempomat, der es einem einfach erlaubt, sozusagen automatisch den Abstand zum Vordermann zu halten. Das ist natürlich hier nicht ganz so einfach zu demonstrieren, aber wenn man es eben im Stau einstellt, kann man eben sehr angenehm das Auto automatisch bremsen lassen. Ich kann das jetzt mal hier gerade so demonstrieren, wenn der da vorne in die Einfahrt einbiegt. Ja. Und wir sind eben völlig automatisch dank des Systems runtergebremst und der fährt jetzt auch wieder los, was glaube ich soweit bis zu 30 Sekunden funktioniert, solange das Auto mal gestanden ist. Also wenn ihr eine Ampel hinter jemandem gestanden habt, danach müsst ihr ein kurzes Gaspedal antreten und das Auto fährt wieder von alleine los. Zuletzt im Fahreindruck natürlich auch wichtig und nicht zu vergessen, danke für die Sandladung, lieber LKW, ist natürlich die Frage nach dem Verbrauch. Was verbraucht dieses Auto? Natürlich lässt sich sowas nie wirklich so, ich sag mal, 100%ig für jeden Fahrtypen, also für jede Situation anwenden, aber ich sag mal, kombiniert ist er irgendwo eingetragen bei 6,7 oder 7 Litern, wenn ich jetzt nicht irre. Und der Realverbrauch kann natürlich ganz anders aussehen. Also der Motor ist sparsam, wenn man ihn sparsam fährt. Also wir können jetzt einfach mal als Referenz hier angeben, was wir auf der Uhr haben. Wir sind jetzt 29 Kilometer gefahren. Hier hauptsächlich Landstraße, das heißt, und auch hauptsächlich wenig Stop and Go in dem Fall und auch in dem Fall wenig Beschleunigung. Wir haben dann ein, zwei Mal etwas stärker beschleunigt und einmal eben das auch zu demonstrieren im Video. Aber insgesamt haben wir das eben seicht angehen lassen. Wir haben jetzt insgesamt einen Durchschnittsverbrauch von 7,8 Litern, was finde ich für dieses Auto mit der Leistung durchaus in Ordnung ist, aber wir haben die Leistung eben auch nicht durchgehend abgerufen. Wenn man den Wagen tritt oder wenn man den Wagen etwas sportlicher bewegt, vor allem Autobahnfahrten, ja, man hat auch gerne mal an die 200 fährt auf der deutschen Autobahn, dann ist man da sehr schnell im Schnitt bei 13, 14 Litern. Zurück an einem neuen Tag schauen wir uns jetzt das Infotainment-System der A-Klasse an. Wir haben uns überlegt, okay, das ist ein etwas größeres Thema und haben das jetzt sozusagen ein bisschen von uns hergeschoben, damit wir das wirklich ausführlich zeigen können. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, das eben an einem nochmal neuen Tag zu machen mit frischer Energie. Und es gibt eigentlich unglaublich viel zu erzählen, deshalb ist es ganz schwierig jetzt zu sagen, okay, hier fange ich an. Wir haben auf jeden Fall diese zwei großen Displays hier. Das sind 10,25 Zoll Bildschirme. Der rechte davon, also der für das Navigationssystem oder Infotainment-System, ist auch ein Touchscreen,
Das heißt, ich kann jetzt hier erstmalig in einem Mercedes auch mit dem Finger das Ganze bedienen. Aber das ist nicht der einzige Weg. Ich kann natürlich auch das Touchpad benutzen hier, das sehr angenehm reagiert und kann eben dann über das Touchpad navigieren. Und das ist noch nicht genug. Es gibt dann noch weitere Touchpads hier am Lenkrad. Einmal hier, eins auf der rechten Seite, was auch das rechte Display bedient, also das Infotainment-System. Und ich habe noch ein Touchpad am der linken Seite des Lenkrads, um den Tachometer bzw. das Cockpit sozusagen anzupassen. Fangen wir vielleicht mal mit dem Homescreen an, mit dem uns MBUX, Mercedes-Benz User Experience, begrüßt. Dort haben wir so typische Funktionen, die man eigentlich in jedem Fahrzeug hat. Ich habe das Telefon, wo ich eben mein eigenes Smartphone verbinden kann, um dann einfach hier die Telefonie zu steuern. Ich habe die Navigation. Ich habe das Thema Medien, wo ich dann eben vom USB-Stick oder auch vom Telefon oder per Bluetooth Musik abspielen kann oder Hörbücher oder was auch immer. Da gibt es das Thema Komfort. Das hängt natürlich auch so ein bisschen davon ab, was ich in meinem Auto bestellt habe. Kann ich dann dort ambiente Licht oder auch gegebenenfalls die Komfortsitze und so weiter bedienen. Unter Info gibt es eben Informationen zum Motor. Das ist noch ganz cool. Da kann man sich eben so ein paar, sag ich mal, fast schon Fahrzeuginformationen abrufen. Das ist vor allem natürlich während der Fahrt interessant, wie viel Newtonmeter man eben gerade Gas gibt, was für einen Verbrauch man im Schnitt eben hat. Und ich kann mir eben eine Betriebsanleitung hier abrufen. Also so ein paar fahrzeuggrundlegende Informationen. Es gibt Mercedes Me und Apps. Das ist quasi ein Überblick von Drittanbieter-Apps und einem Webbrowser sowie ein paar Mercedes Me-Informationen. Zum Beispiel gibt es da diese App Hunger. Da kann ich einfach draufklicken und dann werden mir aus der aktuellen Umgebung Restaurants von Yelp angezeigt. Ich kann mir das dann anschauen, okay, wie das eben heißt, was das für eine Distanz hat und könnte dann eben dort hin navigieren oder auch die Website öffnen, sofern ich dann ein Datenpaket gebucht habe. Sprechen wir mal über das Thema Medien. Da kann man jetzt nicht allzu viel zeigen, weil wir können jetzt schlecht Musik hier im Video abspielen und man würde es sowieso nicht hören. Aber man hat hier eben dann, wenn man Musik abspielen würde, auch so ein Coverflow und kann dann hier sozusagen durch die einzelnen Lieder drücken. Man kann die Musik suchen und so weiter. Und man kann unter den Einstellungen natürlich schon einige Klangeinstellungen treffen. Das liegt natürlich auch so ein bisschen daran, welches Soundsystem man hat. Wenn man das Boomester Soundsystem hat, wird man ja sicherlich die beste Konfiguration treffen können, also am meisten Möglichkeiten haben. Und das Boomester System ist auch absolut empfehlenswert. Es steht, wenn man jetzt Boomester kennt, aus zum Beispiel der C-Klasse, steht dem fast nichts nach. Unterscheidet sich ein bisschen dadurch, dass wir hier keinen Frontbass haben, sondern einen Subwoofer im Kofferraum. Fühlt sich das System sozusagen ein bisschen anders an. Also der Bass kommt eben so aus einer anderen Richtung. Aber insgesamt ist es wirklich ein sehr harmonisches System und es klingt sehr gut. Also wer wirklich auf Hi-Fi-Sound, sagen wir, hochwertigen Sound im Auto steht, viel Musik hört und auch laut Musik hört, der sollte sich das auf jeden Fall bestellen in seiner A-Klasse. Es ist auch mittlerweile möglich, sich in seinem System hier ein Profil anzulegen. Das haben wir jetzt auch gar nicht gemacht, deshalb gehen wir mal mit euch zusammen jetzt durch die Profilerstellung durch. Das heißt, ihr wählt euch jetzt hier so ein Avatar aus. Ja, irgendeinen, der euch zusagt. Gebt eurem Profil dann einen Namen. Und könnt eben dann die aktuellen Einstellungen hier übernehmen. Und drückt auf Weiter und habt dann quasi hier so ein eigenes Profil im Auto. Das hat vor allem den Vorteil, wenn man jetzt das Auto mit mehr als einer Person benutzt. Das heißt, das Auto wird geteilt, kann man in den Profilen eben sehr viel speichern, wie zum Beispiel Sitzpositionen, Präferenzen beim Ambientlicht und so weiter. Und das wird dann eben automatisch eingestellt, wenn der Fahrer sozusagen sein Profil auswählt, bekommt man dann eben genau seine eigene Konfiguration wieder automatisch eingestellt und hat so, sage ich mal, immer ohne manuell alles hin und her zu schieben, immer genau sein Auto. Wir können jetzt mal hier sehen, dass es jetzt hier noch eine ganz interessante Funktion gibt, das ist Vorschläge machen. Und zwar basiert das eben auf den persönlichen Vorlieben. Zum Beispiel, wo fährt man oft hin, was macht man sehr oft sehr gerne mit seinem Auto. Und wenn man das aktiviert, dann sieht man hier, dass man dann eben auf Basis seiner Vorlieben, Musik, gewählte Nummer und so weiter,
eben Vorschläge bekommen und das muss ich natürlich akzeptieren. Aber dann bekomme ich eben genau Vorschläge zu meinen persönlichen Adressen und so weiter. Das ist jetzt hier meine Home-Adresse in Deutschland. Drücke ich mal weiter und kann jetzt noch mein Telefon auswählen. Das passt. Ja. Und bin jetzt quasi willkommen in meiner eigenen Mercedes-Welt. Und jetzt kann ich jetzt, wenn ich jetzt runterscrolle, dann komme ich hier direkt zu den Vorschlägen. Das heißt, es ist dann sozusagen nicht die horizontale, sondern die vertikale Navigation. Guten Tag, hier erscheinen Ihre Vorschläge, wenn Sie das System benutzen. Das würde wahrscheinlich noch einige Zeit dauern, aber dann bekomme ich genau in dieser Zeile hier Vorschläge angezeigt. Hey, du fährst öfters zu dem Bäcker oder zu der Arbeit, genau zu den Uhrzeiten. Willst du da jetzt auch hinfahren und dann drückst du einfach drauf? Oder du rufst immer deine Freundin an, du rufst immer den und den an. Du kannst dann einfach mit einem Klick sozusagen prediktet dann das System, dass du jetzt auch wieder diesen Anruf tätigen könntest oder dahin fahren könntest. Also sehr angenehm, weil es auch so ein bisschen dazulernen kann jetzt. Wenn wir dann noch ein, zwei nach unten gehen, dann sehen wir hier so Themenwelten. Das ist dann, das verändert sozusagen so ein bisschen das ganze Styling und Feeling auf dem, wie das ganze System hier aussieht. Ich könnte zum Beispiel mal Lounge einstellen und dann sehen wir, okay, ich wechsle hier in die Musik und wechsle hier links auf den Tacho in sozusagen so eine Assistenzgrafik, in so einen anderen Modus. Und habe sozusagen mit diesen Themenwelten hier so voreingestellte, ja, ich sag mal, Modi, mit denen ich sozusagen alle möglichen Einstellungen hier auf einmal wechseln kann. Ich könnte auf Erlebnis klicken und dann wechsle ich plötzlich auch den Stil ins Sportliche, habe dann hier diese, die klassischen Tachometer-Grafik, habe dann hier die Motorleistung und so weiter und habe das eben als kompletten Stil gespeichert. Ich kann außerdem, wenn ich irgendwann sage, hey, ich möchte jetzt noch mehr meine eigenen Welten hier sozusagen speichern, kann ich eben eine Themenwelt anlegen, kann sagen, okay, was soll hier gezeigt werden, kann das alles individuell konfigurieren und kann eben einstellen, okay, was man sich zum Beispiel anzeigen möchte, kann ein Bild dazu auswählen und so weiter. Und so kann ich mir eben meine verschiedene Welten konfigurieren. Zum Beispiel möchte ich vielleicht einen Nachtfahrstil haben, wo das Ambiente, die Ambientebeleuchtung so oder so ist, einen sportlichen Fahrstil und so weiter. Das heißt, man kann da relativ viele eigene Modi einstellen und die dann immer mit einem Klick sehr komfortabel und schnell sozusagen aktivieren. Unter den Themenwelten, die in der letzten Ebene sozusagen, finden sich dann noch Favoriten, ein Einrichtungsassistent, der Klang, wo ich dann eben sehr schnell zu bestimmten Zielen auch navigieren kann. Ich kann hier auch weitere Favoriten hinzufügen aus Funktionen, die ich gerne haben möchte. Und habe dann eben auch so eine Art Schnellzugriff. Außerdem sieht man jetzt auch hier gerade, dass ich die Reihenfolge verändern kann und dann zum Beispiel die Favoriten über die Themenwelten schieben kann und dann hier eben auch die vertikale Navigation nach meinen Vorlieben anzupassen. Wie wir gerade schon bei den Themenwelten gesehen haben, können wir auch diesen Tacho bzw. unser Cockpit hier sehr frei anpassen. Ja, man kennt das ja standardmäßig, wenn man irgendwie in der Mitte ein Display hat und dann hier zum Beispiel durch die Verbräuche und so weiter durchgehen kann und sich momentan Verbrauch und so weiter alles anschauen kann. Aber wir können jetzt auch hier mit dem Touchpad hier uns nach zum Beispiel links bewegen, dann wechseln wir auf den die Geschwindigkeitsanzeige und können hier durchswitchen, können uns die Uhr anzeigen lassen, können uns hier auch hier die Abstartverbrauch, Abresetverbrauch, den Reiseverlauf und einige mehr Sachen in dieser sozusagen Tube, also diesem Kreis anzeigen lassen. Oder wir gehen nach rechts und können genauso mit dem Drehzahlmesser verschiedene Sachen eben an Stelle von ihm anzeigen. Zum Beispiel auch eine Karte. Wer zum Beispiel gerne so eine kleine Karte im Bildschirm hat, kann sich die hier statt dem Drehzahlmesser anzeigen lassen. Das heißt, man kann hier sehr individuell sein Cockpit anpassen und auch eine sehr coole Funktion hierfür ist, wenn wir ganz auf zurückklicken, dann kommen wir in sozusagen so einen Übersichtsmodus und können hier auch nochmal in ganz andere sozusagen Einstellungen bzw. Applikationen reingehen, wie zum Beispiel das Radio, die Medien oder auch die Navigation, was besonders cool ist, denn bei Navigation bekommen wir jetzt die Möglichkeit, einmal eine Karte hier in der Mitte anzuzeigen, aber auch eine Vollscreen-Karte, was man jetzt vielleicht auch aus anderen Fahrzeugen wie von Audi oder so schon kennt, dass man eben im Cockpit seine vollwertige Karte hat.
Und das ist dann ziemlich cool. Das heißt, weil ich kann jetzt hier zum Beispiel dann meine Karte haben, kann dort die Medien haben oder andere Dinge und kann mir so mein eigenes Cockpit sehr, sehr schön individuell zusammenstellen. Und auch die digitale Geschwindigkeit, wie man jetzt hier sehen kann, wird dann immer angezeigt. Also keine Sorge, die sozusagen wichtigen Grafiken, Informationen bleiben immer erhalten. Neben den zwei Bedienmöglichkeiten, einmal dem Touchscreen oder den beiden Touchpads, also dem hier in der Mittelkonsole oder dem am Lenkrad, lässt sich das ganze System jetzt auch mit der Sprache bedienen. Also so wie man es vielleicht von Google Assistant oder iPhone kennt, kann ich jetzt hier eben sagen, hey Mercedes. Ja. Und kann mir eben jetzt irgendwas was möchten Sie tun? Fragen, wie zum Beispiel, mir ist kalt. Wie bitte? Mir ist kalt. Ich stelle die Temperatur auf 23 Grad. Und so kann ich dann zum Beispiel einfach mit meiner Sprache diverse Einstellungen treffen. Ich könnte jetzt auch ein Navigationsziel auswählen. Ich könnte die Temperatur hoch und runter setzen. Ich könnte die Sitzheizung einschalten. Und wie ihr seht, was wir gerade gemacht haben, wir haben eben nicht gesagt, erhöhe die Temperatur, sondern wir haben eben eine umgangssprachliche Form genommen und gesagt, hey, mir ist kalt. Oder ich könnte auch sagen, hey Mercedes. Ja, bitte. Ich habe Hunger. Bitte wählen Sie einen Eintrag aus. Und in dem Fall jetzt, nachdem ich gesagt habe, dass ich Hunger habe, zeigt mir Mercedes eben diverse Restaurants in der Nähe an. Insgesamt kann man hier also unglaublich viel zeigen euch mit dem Infotainment-System. Es gibt ja noch so viele kleine Untermenüs und Einstellungsmöglichkeiten und auch mit den Ausstattungen ändert sich dann wieder sozusagen das Möglichkeitenpotenzial des ganzen Systems. Abschließend kann man sagen, dass MBUX auf jeden Fall ein krasser Fortschritt ist, wenn man jetzt über das Infotainment-System spricht, im Vergleich zu, sag ich mal, allen Systemen, die wir vorher von Mercedes gesehen haben. Wir sind am Ende angekommen von unserer kleinen Reise mit der neuen Mercedes-Benz A-Klasse. Wir stehen jetzt hier nochmal am Hafen von Malmö, haben die Location etwas gewechselt, um jetzt einfach mal sozusagen Fazit zu ziehen, wie sozusagen die Tage bzw. wie die A-Klasse so abgeliefert hat und wie gut wir sie empfunden haben, wie stark das Infotainment-System ist und so weiter. Also was ganz klar zu sagen ist, die A-Klasse ist ein spitzenmäßiger Kompaktwagen in dem Segment verglichen mit dem Audi A3, dem BMW 1er oder auch dem VW Golf. Ist es definitiv gefühlt, rein subjektiv, auf jeden Fall eine Klasse besser. Aber natürlich haben wir auch einige Bugs festgestellt. Das Auto ist nicht immer perfekt. Ne? Die Software ist auch noch nicht immer perfekt. Das ein oder andere Problem ist dabei immer mal gerne aufgetreten. Aber insgesamt geht es in die richtige Richtung. Und wir kennen das alle von Smartphones und Softwareprodukten, dass sie am Anfang oft nicht perfekt sind und dann eben mit Software-Updates eben gerne nachgeliefert wird. Und so kann man das eben bei diesem Auto auch sehen. Wir werden in Zukunft Software-Updates sehen. Wir werden sehen, dass sich dieses Auto wahrscheinlich noch funktionsmäßig erweitert. Es gibt Over-the-Air-Updates. Und insgesamt ist es wirklich ein tolles Auto, was für einen Kompaktwagen doch sehr nahe an auch einem Mittelklasse-Fahrzeug ist. Dafür muss man aber auch sagen, dass man diesen Preis auch auf den Tisch legen muss, denn wer die A-Klasse mit dem A250, also dem 2 Liter Benzinmotor haben möchte, der muss auch ganz schön tief in die Tasche greifen. Circa 50.000 bis 60.000 Euro stehen ganz schnell auf der Preisliste, wenn man sich ein paar Extras wie ein nettes Soundsystem, das volle Infotainment-Programm und so weiter bestellt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen einen Daumen hoch. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von der neuen A-Klasse haltet. Seid ihr sie vielleicht schon gefahren? Habt ihr schon überlegt, vielleicht euch eine A-Klasse zu bestellen? Schreibt das gerne mal in die Kommentare, eure Meinung. Und wenn ihr mehr Videos sehen wollt zu Auto-Reviews und viele mehr, dann abonniert gerne diesen Kanal, denn in Zukunft wird es weitere Videos geben, vielleicht auch noch was zur A-Klasse. Es wird sich zeigen, es bleibt spannend. Bis zum nächsten Video. Ciao.